Teammate. So, Matzahs, meine lieben Rennsport-begeisterten Zuschauer. Ihr seht mich hier in Q2, wie ich gerade versuche, noch schnell eine Runde auf die Strecke zu kriegen. Denn ihr seht es da oben, ich bin im Moment auf P11 und das würde heißen, ich wäre für Q3 nicht qualifiziert beim Heim Grand Prix hier in Deutschland auf dem Hockenheimring. Und damit erstmal willkommen zurück zu F1 2016. So, und jetzt wollen wir irgendwie gucken, ob wir das irgendwie noch geschissen kriegen hier. Aber ich fürchte nicht. Jetzt habe ich auch noch einen vor mir. Na, ich glaube, Q3 wird ohne mich stattfinden. Habe ich ihn erwischt oder was? Er bleibt auf einmal stehen, okay. Ich habe keine Berührung gespürt, ganz ehrlich nicht. Naja gut, wie dem auch sei. Soll mir jetzt egal sein, ich muss gucken, dass ich hier eine Runde hinkriege. Und bislang bin ich schon eine halbe Sekunde zurück, gleich fast schon eine Sekunde zurück, also von daher. Wird Q3 wohl ohne mich laufen? Schade eigentlich, gerade hier in Deutschland hatte ich mir mehr erhofft. Mein Gott. Ach man, echt schade. Am Anfang sah es eigentlich so aus, als hätte diese Änderung des Schwierigkeitsgrads, als wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Aber gerade jetzt auf den Strecken, die mir normalerweise liegen, merke ich dann doch, dass die KI zu stark ist. Aber das ist halt genau das Problem, was ich in einem meiner Videos mal angesprochen hatte. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad für mich. Extrem ist zu schwer und hart ist zu leicht. Dazwischen gibt es irgendwie nichts, obwohl das Spiel schon 7 Schwierigkeitsgrade bietet, aber trotzdem gibt es keinen, mit dem ich zufrieden wäre. Dann müssen wir halt ein bisschen fighten hier. Denn ich kann ja jetzt auch nicht immer alles darauf schieben, dass es nur ein Sauber ist, denn letztendlich zählen ja die Performance-Daten, die ich durch meine Team-Upgrades erreicht habe. Das heißt, im Moment ist der Sauber eigentlich die drittstärkste Kraft hier im Feld. Und ich kann das nicht wirklich umsetzen. Naja, dann eben nicht. Dann gibt's kein Q3 für mich. Schneller geht nicht. Dann gucken wir mal, was im Rennen denn so geht, denn auch die Erfahrung haben wir ja gemacht. Im Rennen läuft es immer noch ein bisschen besser. Es ist hauptsächlich das Qualifying, wo die KI einfach wirklich viel zu stark ist. Problem ist natürlich auch, dass ich keine Rivalität mehr gewinnen werde. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Das Team hat viel zu hohe Erwartungen. Das ist das Problem.
Schade, nach dem freien Training sah es eigentlich echt gut aus. Ich hatte alle Programme auf Purple abgeschlossen. Ich war am Ende von FP3, war ich glaube ich 7. oder 8. oder sowas. Also es war auf jeden Fall ein Q3-Platz. Naja gut, wollen wir mal nicht rummeckern. Es ist so wie es ist. Strategie ist schon recht, passt schon. Schauen wir einfach mal, was geht. Ericsson vor mir ist natürlich auch wieder blöd. Nun fahr doch einfach vorbei, du Trottel. Junge, was stellst du dich denn so dumm an? Also ich denke, ich werde schon nach dem Start ein bisschen nach vorne kommen, wenn ich durch den ersten Sektor bis zur Geraden so ein bisschen den Anschluss nicht verliere. Dann kann ich in der Haarnadel auf jeden Fall ein bisschen was gut machen. Durch meine doch immer etwas rabiate Überholweise. Ich bremse ja doch immer sehr verstappenmäßig. Ich kenne da eigentlich keinen Pardon. So, der Heim Grand Prix kann beginnen. Ein sehr guter Start. Nur komme ich leider nicht nach vorne, weil es hier einfach viel zu eng ist. So, das meine ich mit meiner etwas rabiaten Bremsweise. Das war ein bisschen fies, da so abzukürzen. Aber alles in allem sah das doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich musste mich am Anfang doch sehr zurückhalten da, wo es da so eng war. Muss ich irgendwie gucken, dass ich da vorne an Raikön dran komme. Wenn ich jetzt schon den Anschluss verlieren würde, verlöre. Das wäre schlecht.
Das ist genau das, was ich meine. Ich bin da immer sehr rücksichtslos, was das angeht. Okay, da gibt's Gelb. Wollen wir mal gerade schauen, was da passiert ist. Ach, Verstappen. Verstappen hat mich berührt. Ich habe die Berührung gar nicht gespürt, ehrlich nicht. Nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Fuck. Ich habe jetzt auf Flashback gedrückt. Ich wollte eigentlich Kreis drücken, um zurückzukommen. Und jetzt habe ich Flashback gedrückt. Das heißt, ich bin jetzt mitten in der Anbremszone. Muss ich dieses Replay wieder aufnehmen? Das ist jetzt mal richtig kacke. Aber dadurch, Ricardo war es übrigens nicht, Verstappen, dadurch hat sich Ricardo jetzt nicht gedreht. Was er normalerweise ja getan hätte. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber alles gut, wir sind wieder dabei, wir sind auf P3, das reimt sich sogar. Was wollen wir noch mehr? Und es ist genau das, was ich gesagt habe, im Rennen sind die Autos nicht so schnell wie im Qualifying. Wahrscheinlich einfach, weil sie auch reifenschonender fahren als ich. Ich fahre im Rennen im Prinzip die gleichen Zeiten wie im Qualifying. Ein bisschen langsamer natürlich dadurch, dass das Auto schwerer ist. Aber ansonsten... Hoppala. Ansonsten halte ich mich da nicht zurück. Ich mache jetzt nochmal das Replay, weil ich die Kurve extrem gecuttet habe. Und wahrscheinlich ich gleich eine Strafe kriegen werde. So, Ricardo hinter mir wird jetzt DRS haben. Nutzt ihm aber irgendwie nicht viel. Aber da vorne werde ich wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Es sei denn, die bekämpfen sich gleich so ein bisschen, aber solange ich so fahre, komme ich da definitiv nicht ran. Ich werde jetzt auch nach hinten gucken müssen. Hamilton vorbei an Verstappen da vorne. Leider bekämpfen sie sich nicht so, dass ich ihnen das irgendwie ausnutzen könnte. Hamilton's just made a move for first. Ja, ich hab's gesehen. Ich war live dabei. Klar. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. So the gap to our teammate is 7.1 seconds.
Marcus is in the pits. Marcus has pitted. Okay, Ricardo, glaube ich, auch reingekommen. Denn auf einmal ist Kimi hinter mir. Wenn es doch nur im Qualifying ein bisschen besser laufen würde. Vom Speed her bin ich gar nicht so schlecht. Im Rennen zumindest. Im Qualifying natürlich schon. So, Verwarnung für mich, das heißt straffrei bleibe ich nicht mehr. Verliere den Punkt also auf jeden Fall auch schon mal gegen Vettel wieder im Duell. Irgendwie so ein leichtes Knacken im Sound. Das nervt mich gerade so ein bisschen. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? Ich komme jetzt rein, Kinders. Ach, Mann, ja, ist klar. Och Mensch, Auto, was ist denn? Verdammte Hacke, fahr um diese Kurve rum. So, Hamilton schon fertig. Richtig Zeit gewonnen diese Runde. Complete, go now. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Aber ich bin vor Raikön. Ist das so? So, ich werde jetzt nochmal gerade das Replay anschmeißen und hoffe, dass ich gleich da nicht wieder die falsche Taste erwische. Ich bin vor Raikön geblieben, Tatsache. Schönes Überholmanöver. Was mich jetzt interessiert, ist die Tatsache, wo Ricardo geblieben ist. Hier wieder mit der Brechstange vorbei. Und dieses Knacken im Sound wird immer heftiger bei mir. Nicht so schön.
Vorne ist eine Riesengruppe. Da muss ich ran. Treibstoffinfo. Das hört sich gut an. Na, da will ich hin, in dieses Menü, mein Gott. Diese DRS-Zone hier ist ein Witz. Ja, das wird interessant jetzt. Was ein Move, bis auf P2 vorgekommen. Richtig, richtig gut. Herrlich, das mag ich. Schön gemacht. Muss man sich auch mal selber loben. Macht er sonst gerne. Und Hamilton auch gar nicht so weit weg jetzt davon. Aber für mich ist er wahrscheinlich schon zu weit weg. Komm schon, komm schon. Great work. That's a new fastest lap for the race. Hol ihn dir! Diese Kurve liegt mir einfach nicht hier. Eingang Motodrom. Wirklich ran. Er kommt nicht wirklich weg, aber ich komme nicht wirklich ran. Dafür hinter mir schon ein guter Abstand. Treibstoffinfo. Gut rausbeschleunigt hier. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Allerdings muss ich vorbei, solange meine Reifen das noch mitmachen.
komme einfach nicht ins DRS-Fenster. Jetzt aber. Hoppala. Puh, okay. Wir sind Erster, Kinders. Wir sind Erster in Deutschland beim Heim Grand Prix. Jetzt heißt es nur noch irgendwie diesen Platz verteidigen. Jetzt muss ich nämlich gucken, dass ich ein bisschen die Reifen schone, denn Hamiltons Reifen sehen jetzt definitiv besser aus als meine. Und das Rennen ist noch lang. Hamilton jetzt natürlich gleich mit DRS. Oh, hoppala. Oh, Alter, sitzt mir aber mal richtig im Getriebe. Jetzt hat er den Spaß, den ich gerade hatte. Den Spaß des Verfolgers. Wieder eine Verwarnung. We have 5 laps of fuel remaining. Oh, Junge! Was treibst du denn hier? Das war so eine Rosberg-Aktion, aber eigentlich war das noch... Ja, da dreht er sich raus. Eigentlich war das noch echt fair von mir, finde ich. Klar mache ich hier erstmal zu. Ja, okay. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen. Das war wirklich sehr Rosberg-mäßig. Und hier in der Kurve, da schieße ich ihn dann einfach raus. So, normalerweise mache ich Replays ja nur zu meinem Vorteil. In diesem Fall mache ich das mal zu Hamiltons Vorteil. Indem ich ihn nicht rauskicke. So, diesmal fair verteidigt. Aber der Abstand zum dritten ist schon gewaltig groß.
komm schon. Fahr das nach Hause, Junge. Das wäre wirklich mal ein richtig gutes Rennen gewesen. Also den Sieg, den hätte ich mir echt verdient. Ja, die Reifen werden schon ein bisschen schlechter. Aber das werden wir ja wohl irgendwie nach Hause kriegen hier. Nach Hause beim Heim Grand Prix. Von P11, darf man ja auch nicht vergessen. Aber das war auch ein wirklich gutes Rennen, also ich muss es gewinnen. Ich habe das einfach verdient. Wie gesagt, wenn mich sonst keiner lobt, mache ich das halt selber. Aber eine Runde muss ich noch. So, jetzt irgendwie die DRS-Zonen überleben. We've only got two lamps of fuel left. Ja, sieht gut aus. Das ist mir völlig Schnuppe. Oh, komm schon, komm schon. Einmal noch Motodrom. Und das ist die letzte Kurve. Woo! Oh Mann. Sauber. Echt. Richtig gutes Rennen. Großartige Leistung von Sauber. Was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also Vettel nur Neunter, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Boah, richtig geil. Sieg beim Heim Grand Prix. Wir betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und
Was für ein toller Sieg das von Sauber war. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Die Situation okay. an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Meiner Meinung nach muss das heute der Sauberpilot sein. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull hat seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Das sind wir auf jeden Fall. So, und guckt euch mal die Zeiten an. 1:18.5 ist mit Abstand die schnellste Runde gewesen. Und genau das, was ich gesagt habe, 1:18.5 ist nämlich auch in etwa meine Qualifying-Zeit gewesen. Wohingegen die KI im Qualifying wesentlich schneller ist als im Rennen. Und ich fahre im Prinzip im Rennen genau die gleichen Zeiten wie im Qualifying. Und das macht genau den Unterschied aus. Darum ist die KI im Qualifying immer so viel schneller als ich. Und im Rennen ist sie, ja, ich will nicht sagen viel langsamer als ich, aber im Rennen habe ich definitiv Chancen, noch nach vorne zu kommen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil ich im Rennen noch weiter nach vorne kommen würde. Jetzt in diesem Rennen vielleicht nicht, weil weiter als Erster geht natürlich nicht. Aber wenn ich im Qualifying ein bisschen schneller wäre, könnte ich im Rennen definitiv in den anderen Rennen auch mehr rausholen. Ist aber leider nicht so. So, wir sind auf P5 vorgekommen in der Fahrer-WM, wir sind an Rosberg vorbei und wir sind auch vor Vettel, und zwar doch relativ deutlich vor Vettel. Vorne an der Spitze hat sich nicht viel getan, Ricardo vor Verstappen mit 5 Punkten Abstand, also das ist echt eine spannende Geschichte dieses Jahr, aber das werden die Red Bulls wahrscheinlich unter sich ausmachen. Und Konstrukteurs-WM ist sowieso gelaufen, wenn man sich das anguckt, 159 Punkte Red Bull vor Mercedes und wir mit 239 Punkten auf P4 komplett abgeschlagen. Nun gut, das war der große Preis von Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein richtig, richtig spannendes Rennen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Danke fürs Zuschauen und seid beim nächsten Grand Prix wieder dabei. Ich will jetzt nicht wieder was Falsches sagen, aber ich glaube, es geht nach Belgien. 734 Punkte reichen noch nicht für ein neues Upgrade. 800 auch nicht. So, das gucken wir uns gerade noch zusammen an. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Eigentlich müsste ich überall grün sein. Und so sieht's aus. 21:15. Das wird Vettel allerdings wieder für sich entscheiden. So, dafür kommen wir hier wieder nach vorne. Und diese Punkte habe ich noch nie verstanden, wofür die gut sein sollen. Emma hat auch noch was zu sagen. Hey, ich bin's. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit den Abteilungsleitern. Ein Thema war deine Leistung und sie sind sehr zufrieden. Sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen, okay? Okay. So, gut, das war's. Wie gesagt, der große Preis von Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und noch besser, lasst mir doch ein Abo da. Das wäre super nett von euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.